Willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Wir wollten die nächste Hauptmission machen. Und die war schnelle Mädchen. Und da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt genau ist, was jetzt da genau auf uns zukommen wird. Und da steht auch gleich ein Taxi. Das werde... Ach, Scheiße. Ja, sorry, darfst wieder einsteigen. Ah, da hinten steht noch eins. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal. So. Und halten. Gut. So. Schnelle Mädchen, da würde ich gerne einmal hinkutschiert werden. So, und dann mal gucken, was wir hier jetzt machen müssen. I don't mind you fucking her. It's one of the perks. But she has to understand the consequences if she disappoints me. Are we clear? Of course, Sonny. You're not getting attached, are you? A man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Way, come in. Have a drink. You ever fuck some famous pussy, Way? Not yet. Maybe one day. It's a trip, man, let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and and then you do it. There's no other feeling like it. Yeah, okay. Speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Wei do it. You and I have more business to discuss. How about it, Wei? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure. You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here. Take my car. You take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Okay, das ist ja wirklich ein netter Gesell dort. Na ja, schön. Wir schnappen uns jetzt hier das Auto. Und sollen dann diese Vivian abholen. Und dann wahrscheinlich mit ihr auch in irgendeinen Club oder sowas fahren. Keine Ahnung. Was wir jetzt da dann genau mit ihr machen, die wird das schon irgendwie sagen. Oder Wei wird dann schon einen Vorschlag bringen, wo er mit ihr hin will. Das werden wir dann sicherlich schnell genug herausfinden. Und da sind wir auch schon. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But... But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why are the bad ones always so good looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Wei. Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speeds? Yeah, absolutely. I mean, I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? Okay, an der Autowelt treffen. Machen wir, und das wird dann wahrscheinlich auf dem Autorennen hinauslaufen. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. Oh, that's too bad. Recently I've wanted to date a gangster. Well, maybe I'll see if I can find one for you. That would be nice. What's Ricky doing anyways? Why is he too busy? I don't know. Something with Sonny. Sonny? That guy's a creep and a perv. Sorry. It's okay. What? What'd he do? That's him, that's him. Pull up. Hi, Alex. How are you? Huh. This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous?
Of this guy? Hey, so Sandra says you like to race. How about it? Now, if you win, I'll let you take the girls home. Way? I'm not sure how much that's worth. Okay, we race for the girls and 100,000. Sure, I'll take your money too. You racing with the girls in your car? The extra weight will slow you down, idiot. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Think of it as your head start. I'll show him. Okay, wir dürfen wieder ein Rennen fahren. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir das auch schaffen beim ersten Mal. Beim ersten Versuch. Also momentan sieht es ja nicht schlecht aus. Das Auto ist auch gar nicht mal langsam. Das ist auf jeden Fall eine schnelle Rennsemmel. Danke, auch wenn ich immer alles kaputt mache. Aber schön, dass dir mein Fahrstil gefällt. Auch wenn ich, was weiß ich, wie viel Sachschaden hier verursache. Oh Gott, dammit. Naja, noch ein bisschen Kohle mit eingesackt. Okay. Aber es scheint ein etwas längeres Rennen zu sein. Naja, mach mal keinen Stress hier. Kriegen wir alles hin. Wir sind doch schon wieder auf dem ersten Platz. Wirst du auch nicht. Wir sind schneller als die Bullen. Die Strecke ist bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Also sind ein paar Kurven hier schon mit drin, aber trotzdem geht das. Und jetzt hier über diese Brücke muss man jetzt auch nicht so viel lenken. Das ist auch nicht schlecht. Hallo Polizei. Tschüss Polizei. So. Okay, jetzt haben wir es gleich geschafft. Das Rennen ist gleich vorbei. Das dürfte jetzt schon die Zielgerade sein. Okay, da jetzt nochmal eine Kurve. Und jetzt dürfte es nur noch geradeaus gehen. Bis zu... Ach du Scheiße. Fuck. Komm schon, beeil dich. Wir holen auf. So. Steady hands. Gotta give you that. Thanks. Oh, get a room, you two. Oh, shit! The police! Oh, cops, perfect. Steigen Sie wieder in das Auto. Okay. The police! Cops abhängen. Wir kriegen das schon hin. Ich habe alles im Griff. Hoffe ich zumindest. Ja, wir sind ja gleich aus dem Radius draußen, da dürfte nichts mehr passieren. Genau. Nice work, Way. You're driving us home, right? Of course. Well. Unless Sandra has some other exciting plan. I'm all excited out. But you can take me for a drive anytime. Wow, I just take you up on that. Oh, get a room, you two. I think that's a bit later. Oh, that's it, just over there. That was fun, Way. Thanks. Anytime. Vivi,
Give Wei my number and tell him he can take me out on a second date. Sandra says you can take her on a second date if you want. Yeah, I got that. Thanks. Thanks for taking us out today. It was my pleasure. Okay, wir haben die Mission abgeschlossen und $100,000 bekommen, sicheres Haus in Kennedy Town, Sonnybo Leitartikel und Sandras Telefonnummer. Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt so machen können. Wir können uns ja erstmal hier wieder unser neues Apartment angucken. Wird auch immer größer hier irgendwie. Wei, it's Ilyana. I need your help. Yeah, sure. What's going on? My friend Katushka, she's gone missing. Nobody's seen her in a week. Katushka doesn't have a visa. She's illegal. Girls like her go missing all the time, but usually they don't have anywhere to go for help. I'll check it out. Would you? Oh, thank you. Okay, gut. Dann haben wir da eine neue Mission. Und noch Fische drin? Oder ist das einfach jetzt nur so ein bisschen Schau hier? Weil ich sehe hier keine Fische. In diesem kleinen... Ja, was heißt kleinen, großen... Aquarium. Okay, so, wir haben jetzt hier diesen neuen Auftrag. Pech oder von der Polizei einen weiteren Auftrag. Der ist ganz hier unten. Und dann würde ich sagen, machen wir den hier mal zuerst. Und dazu müssen wir hier erstmal raus. Wow. Ja, wir wohnen ja jetzt hier nicht schlecht, ne? So, ich gehe erstmal hier in diesen... Zu diesem Parkhaus, mein Gott. Und dann mal gucken, ob wir hier... irgendwo ein Taxi finden. Ja. Tun wir sogar. Ja, ich verstehe alles, was du sagst. So, da würde ich gerne hinfahren. Und mal gucken, was dieser Fall ist. Ich glaube, das ist dann mit dieser... Ilyana, die uns angerufen hat. Glaube ich zumindest, aber wir werden es ja gleich herausfinden. Und dann können wir mal wieder eine Polizeimission erledigen. How am I supposed to do my job when you keep stonewalling me at every fucking turn? Fine, sir. I understand. I just I'll figure it out. Everything all right? These fucking politicians. They want me to clean up the streets, but they won't give me the resources I need to do it. I got something for you. And I'm all you need to close it. Yeah, well, it better be good. I'm in a pretty shitty mood right now, I'm not gonna lie. Kidnapping down at the K-Bar. A Russian hostess. Probably here illegally. Now, I'm gonna investigate it further, but I wanted to give you the heads up. You know, I keep waiting for the other shoe to drop with you, but... you've really helped us out a lot lately. Let me know what you find. Gut. Dann wird unser nächstes Ziel vermutlich sein, zu dieser K-Bar zu fahren. Können wir mal nachgucken. Soho. Ja, neuer Hinweis. Entführerhinweis Nummer 1. In dem gehen wir nach. Vorher aber erstmal wieder ein Taxi suchen. LKW. Sogar, ey! Du hast wohl einen Knall! Verpiss dich von dem Motorrad, Mann! Arschloch. Ah, und jetzt ist da ein Taxi. Naja, gut. Konnte mir wenigstens noch da einen auf die Fresse hauen. So. Und dann würde ich gerne hierhin gehen zu diesem Entführerhinweis.
Danke fürs Mitnehmen, mein Freund. Wir gehen vorher mal noch hier hin und kaufen uns was zu essen, einen Hotdog. Damit wir unsere Gesundheit wieder etwas auffrischen können. So, und dann gehen wir mal hier in die K-Bar. Reden Sie mit Eliana über Kadushka. Okay. Ich finde den Namen irgendwie cool. Kadushka. Kann man gut aussprechen. Ja, wo steht sie? Da steht sie. Have you found out anything? Not yet. Did Kadushka have any favorite clients? Guys that liked her particularly? Or anything like that? You should talk to Mr. Chen. He had a real thing for her. I think they were, how do you say it, special friends. Okay, reden Sie mit Mr. Chen. Wird erledigt. You Chen? It's Mr. Chen to you. What do you want? I got a couple questions about Kadushka. Why the hell would I tell you anything? My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Little shits like you aren't usually so fast to insult the son on Yi. Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Shen. I didn't know. I have nothing but respect for that son on Yi. Please, I will help you any way I can. How do you know Kadushka? We are friends. Friends? Well, fuck with me, Chan. Okay. Okay. We had an arrangement. I paid for her apartment, got her clothes, jewelry. She was appreciative. Have you seen her recently? No, not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this apartment? I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers, a visa. But I do not know how to get papers. I cannot marry her. I got a wife already, you know? Okay, verlassen Sie die Käber durch die Hintertür. Wird erledigt. Machen wir. Und dann mal gucken, ob wir jetzt da diesen Fall schon abgeschlossen haben mit dem Hinweis oder ob wir da noch zur Wohnung sollen. Genau, wir sollen noch zu dem Apartment gehen. Kommt er da irgendwie hoch? Mal gucken, ob er dann hier hochkommt. Hier kommt er hoch. Wunderbar. Na verdammt. Das war jetzt wieder nicht so günstig. So. Ah, okay. Wir müssen erst wieder das Schloss knacken, bevor wir da reinkommen. Und das hier noch. Gut. So, dann hier. Na, Way. Kann er nicht hoch. Okay, dann müssen wir hier. Und hier. Suchen Sie im Apartment nach nützlichen Informationen. Sie finden nichts Interessantes. Wow. Okay, aber hier muss doch dann irgendwo was... Jetzt kann er da nicht durchlaufen. Hier muss doch irgendwo was Interessantes sein. Fotografieren Sie die Dokumente auf dem Kühlschrank. Alles klar. Wird erledigt. Und jetzt sollen wir Tang anrufen. Alles klar. Tang, it's Wei. I need you to run a phone number for me. 5550-1514. I'll call you back. Wei, you might have found your man. The number belongs to Yarquai Lai, Fisherman Lai. He's affiliated with 18K. Runs a number of businesses along the waterfront. We think he's heavily into their smuggling operation. Know where I can find him? He likes to gamble. Frequents a little place in Central. I'll text you the address and his mugshot. Good. Maybe I can plant a bug on him, see where he takes the girls. How you gonna do that? I'm gonna lose it to him. At poker. Okay. Gut, aber wir haben jetzt schon mal den ersten Hinweis abgeschlossen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch da wieder gleich ein Update bekommen.
So ist es. Und 1200 als Belohnung. Gut, dann können wir jetzt eigentlich hier nur noch das untere nehmen. Kapern, reduzierter Druck. Kapern Sie ein Fahrzeug, während Sie von der Polizei verfolgt werden. Sinkt Waste Druckstufe. Ja, okay, nehmen wir das. Oben haben wir ja schon alles. Gut. Und dann können wir... Ne, hier genau, ein Führerhinweis Nummer 2. Das machen wir im nächsten Part und dann denke ich, machen wir vielleicht auch noch Pech, den von der Hauptmission den nächsten Auftrag. Oder machen vielleicht auch noch, wenn da noch so der dritte Hinweis übrig ist, vielleicht auch noch das. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall machen wir hier diesen zweiten Hinweis im nächsten Part. Bis dahin, ciao.